Langsam. Rahmsegel einholen! Zieht! Zieht! Die interessieren mich nicht, die Schiffe. Aber mich interessiert das, was hier drauf ist. Raus aus dem Wind! Haltet kräftig dagegen! So. Captain in der Salzlake! Captain in der Salzlake! Nein, Captain nicht in der Salzlake! Den Captain? Interessiert das alles, was hier drauf ist? Schatzkarte entdeckt. Finden Sie Schatzkarten bei den Leichen verstorbener Entdecker. Die Karten führen Sie zu einem bestimmten Ort auf einer Insel. Wenn Sie dort graben, können Sie Geld oder Pläne finden, um Ihr Schiff aufzurüsten. Aha. Um die Karten auszuwählen, und drücken Sie X, um sie zu öffnen. Sehr schön, sehr schön. Das müsste jetzt meine jetzige Position sein, ne? Peter Beckford, der Ältere. Zu meinen Arbeitgeber muss ich etwas sagen, denn es waren seine Verbindungen, wegen derer ich solch beunruhigende Umstände vorfand. Peter Beckford war ein Mann mit großem Charisma und Stolz. 1662 war er in Jamaika nach Jamaika gekommen, und in nur 10 Jahren hatte er sich ein beträchtliches Stück Land erworben, auf dem er so bald wie möglich Zuckerrohr anpflanzte. Als ich in seinen Dunstkreis geriet, besaß er, so hieß es jedenfalls, eine der größten Landbesitzungen in der Welt, die sich ob ihrer Größe nur mit denen von Kaisern und Königen messen musste. Dasselbe Wachstum traf auch auf seine Sklaven zu. Als er auf Jamaika eintraf, besaß er gerade 3. Inzwischen hatte er an die 300. Als schlauer und unnachgiebiger Geschäftsmann war Mr. Beckford auch bekannt dafür, das Temperament eines Wirbelsturms zu besitzen. Zorn, Raserei und Feindseligkeit waren seine besten Methoden, um Zwistigkeiten beizulegen, die sich nicht sofort zu einer Zufriedenheit regeln ließen. Zu mir war er allerdings so freundlich und so großzügig, wie man es sich von seinen Arbeitgebern nur wünschen kann. Doch das lag in meinen Augen an meinem Status. Er war ein traditioneller Mann mit Respekt vor Rang und Abstammung. In früheren Zeiten war er de facto der Gouverneur dieser Insel, und obwohl er kein Staatsmann war, als ich eintraf, trug er noch alle Zeichen eines Mannes, der sich von Natur aus zum Führer berufen fühlte. Er schätzte seine politischen Verbindungen immer noch, ebenso wie seinen Zucker und den Gewinn, den dieser abwarf. So kam es auch, dass ich nach Ankunft eines spanischen Soldaten jenen Mann traf, der mein Leben auf immer zum Schlechten wenden sollte. Ein junger Mann namens Laureno Torres. Aha. Ich habe schon.
Alter, was habe ich da schon alles gesammelt? Achso, dann brauche ich nicht zurück. Schwimmen, auch gut. Ja, hau bloß ab. Das ist ein riesengroßes Schiff, ne? Ob ich da vielleicht was Gutes drauf finde? Aber ich habe hier erstmal einen Schatz, den ich finden muss. What? Silbermann. Okay, wie komme ich jetzt auf dieses Schiff hier rauf? Die Insel ist groß. Animus-Fragmente. Animus-Fragmente. Hey, gehst du darauf, Jack? Perfekt. Da habe ich noch mehr Animus-Fragmente. Okay, müssen wir hier... Oder auch nicht. Ich will da hoch. Okay, ich muss da hinten hoch. Gut, haben wir hier noch mehr ein paar Animus-Fragmente, die wir hier finden. Ja. Da haben wir noch eins. Vielleicht sollte ich mir auch mal angewöhnen, wieder das alles zu markieren. Ja. Okay. Na gut, vielleicht so. Perfekt. Ich würde gerne auf dieses Schiff. Aber ich weiß nicht wie. Hey, du scheiß Vieh. Bist doof. Aber ich brauch das, was du bei dir trägst. Vielleicht könnte ich hier rauf. Vielleicht finden wir ja da noch irgendwas Interessantes. Aber sieht nicht so aus.
Nö. Na gut. Ja, das könnte vielleicht gefährlich sein, hier reinzuspringen. Ui. Na gut. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich werde jetzt zurück zu meinem Schiff. Zu meinem Schiffchen. Nein, wir... Was habe ich jetzt? 1600 noch was? Nee, das reicht leider noch nicht. Ja, und wir drehen jetzt. Wir drehen und wir werden schneller. An den Starken, wir holen dich. Krieg jeden fetten Stoff in den Wind. Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es. Na los, jetzt zeigt es mal. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Naja, wohl so. Weil nun auch wieder nicht, ne? Na, so weit wirklich nicht mehr. Noch 400 Meter. Aua. Das ist ja denn doch nicht mehr so weit. Ist so ein Stachentier. Hey, O'Bonnet! Endlich deine eigene Flagge! Ja, Blackbeard schickte mich leider fort. Also dachte ich, ich versuche es selbst. Na, großartig! Ja, es ist das Beste, glaube ich. Nächstes Mal werde ich sicher was zu erzählen haben. Edward! Eure aufrichtige Freundschaft war mein wertvollster Fund hier auf See. Weit höher als Gold und Silber und Rumstufe stufe ich die Courage ein, die ihr mir dieses Jahr gabt. Danke, Sir. Möge die See euch gewogen sein. Möge die See euch gewogen sein, mein Herr. Also ich liebe ja diese Art zu sprechen, ne? Dieses vornehme... Und ich habe dummerweise auch manchmal die Eigenart, so gewissermaßen so zu sprechen. Es ist wirklich ganz selten, wo es mich mal überkommt und halt in diesen hohen, gewogenen Ton spreche. Liebt man euch denn nicht daheim? Wollen euch eure Weiber und Familien und Landsmänner nicht haben? Wie sonst erklärt ihr euch das völlige Desinteresse an eurem Wohlergehen? Geiseln gegen Medizin! War meine einzige Forderung! Und doch. 6 Tage. Gott verdammtes. So muss ich wohl annehmen, dass ihr die Aussätzigen von Charlestown seid und ich wäre besser beraten, eure Organe als Köder und eure Knochen als Brennstoff zu nutzen. Bei Gott! Das ist meine Zwickmühle. Töte ich euch? Zwinge ich euch in meinen Dienst? Ich treffe diese Entscheidung nicht leichtfertig, doch ohne Reue. Reue, Edward. Was zum Henker machst du?